Einen schönen guten Abend. Einen Moment. Einen schönen guten Abend an alle, an Silicon Valley, an Deutschland oder sonst, wo die Gäste, die Mitglieder sich gerade aufhalten. Und herzlich willkommen zu unserem Online-Event. Freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind zu einem Thema, das an Aktualität ja kaum zu überbieten ist. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hang Nguyen und ich bin die Generalsekretärin des Diplomatic Council. Ich darf Ihnen des Weiteren unser geniales, als Verlegerin darf ich das sagen, geniales Autorenteam vorstellen. Das sind Mitglieder und Autoren Andreas Trippke, Andreas Renner, Professor Dr. Alexander Richter, Dr. Harald Schönfeld, Professor Dr. Sebastian Truhn, Dr. Horst Walter und Matthias Hohensee von der Wirtschaftswoche hat das Vorwort beigesteuert. Wir stellen Ihnen heute unser Buch vor, Künstliche Intelligenz für Entscheider, also für Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Beiräte und alle, die beruflich Verantwortung für KI im Unternehmen tragen werden. Und wenn ich von Vorständen und Geschäftsführer spreche, bitte sehen Sie mir nach, es sind immer Männer und Frauen gemeint. Also wir wollen das jetzt nicht zu kompliziert machen. Bei uns sind alle inkludiert. Das Buch ist eine Gemeinschaftsproduktion der Steinbeis Augsburgs Business School und dem Diplomatic Council. Wir haben gemeinsam eine Umfrage durchgeführt unter C-Level-Managern in der Dachregion. Und diese Umfrage hat ergeben, dass 80% der Top-Manager KI als eine ähnliche Zensur für die Menschheit betrachten wie damals den Buchdruck. Die KI wird der Umfrage zufolge künftig so selbstverständlich werden wie elektrischer Strom. Aber nur ein Drittel der Top-Manager sind davon überzeugt, dass bei KI mehr Gewinner als Verlierer sein werden. Und gefragt danach, welche Weltreligion von KI am meisten profitieren, stehen die USA an erster Stelle, kurz dahinter Asien und weit abgeschlagen Europa. Damit kommen wir auch zu unserem Buch. Es bietet einen einzigartigen 360-Grad-Rundumblick über künstliche Intelligenz. Und ich fange jetzt die Fragerunde an die Autoren an. Es war wirklich eine Herausforderung, alle für diesen Termin zusammenzukriegen. Wie gesagt, herzlichen Dank an alle, insbesondere unsere beiden Mitglieder, Sebastian und Matthias Hohensee aus Silicon Valley, die ja wirklich auch Mühe jetzt sich geben mussten, um daran teilnehmen zu können, aber natürlich auch an die anderen Autoren. Ich fange mal an mit Sebastian. Sebastian gilt als geistiger Vater der künstlichen Intelligenz. Sebastian, Ihre Biografie, Sebastian Truhn, eine deutsche Karriere im Silicon Valley, ist vor kurzem erschienen und wird überall in den Medien ziemlich gut besprochen. Sind Sie jetzt glücklich, dass Ihr Thema KI, mit dem Sie sich schon so lange wissenschaftlich befassen, endlich in allem Munde ist? Ich muss erstmal Ihnen allen und auch besonders Herrn Trippke dafür danken, dass er dieses Buch hier orchestriert hat und auch meine Biografie geschrieben hat. Herzlichen Dank. Ja, ich habe mich der KI gewidmet, als ich damals frisch gebackener Student war in Hildesheim in Bonn. Das war in den 90er Jahren. Und der Wunsch war damals schon, Computer zu schaffen, die intelligent sind. Aber das hat einfach 30 Jahre gedauert. Jetzt ist es wirklich so, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo die Systeme quasi so clever sind wie viele Gymnasialabschlussdienenden, viele Studierenden. Und das wird eine große Herausforderung für die Menschheit bedeuten und eine große Möglichkeit auch für die Menschheit. Also ich glaube, dass diese jetzige Zeit die Zukunft unglaublich stark prägen wird. Und ich glaube, dass das Buch, was gerade wir gemeinsam geschrieben hat, einen großen Beitrag dazu liefert, das ein bisschen aufzuklären. Was hat Sie denn dazu bewogen, an diesem Buch mitzuschreiben? Ich glaube, dass es wichtig ist, einen breiten Dialog zu haben in der Gesellschaft, wo diese Technologien hingehen. Die kommen ja meistens von den Technologen, wie mir selber, in Silicon Valley oder aus den deutschen Unis. Aber die betreffen letztlich jeden, der einen Arbeits ausführt, einen Job hat, weil sie quasi ja jede repetitive Arbeit, die wir heute machen, irgendwann übernehmen kann. Und das wird zu großen Änderungen führen. Deswegen glaube ich, ist der Dialog, den wir mit dem Buch schaffen, weltweit und deutschlandweit, sehr, sehr wichtig. Gut, danke erstmal. Andreas Renner, Sie sind Chef der Steinbeis Augsburgs Business School, die als eine Kaderschmiede für die C-Level-Manager im deutschsprachigen Raum gilt. Ich habe mehrere Fragen. Ist KI derzeit ein heißes Thema beim Top-Management?
Und wenn ja, wie reagieren die Damen und Herren an der Spitze der deutschen Wirtschaft? Sind sie eher positiv eingestellt aufgrund der Produktivitätsvorteile von KI oder sind sie eher negativ eingestellt angesichts der gewaltigen Veränderungen, die KI auch mit sich bringt? Ja, danke erstmal für die Organisation von dem heutigen Event. Wir sind hier mitten in unserer Beiratsausbildung und Aufsichtsratszertifizierung am Starnberger See. Und ich erzähle es deswegen, weil was beschäftigt denn gerade das C-Level, aber auch die Aufsichtsräte und Beiräte? Das sind Themen wie ESG, das sind Themen wie Governance, das sind die Ressourcenthematiken. Und jetzt kommt noch ein Thema drauf und das ist das Thema KI. Und irgendwie spürt man, dass da was verändert. Viele Firmen haben auch schon große Initiativen gemacht. Aber man kann es noch nicht so richtig fassen. Es sind auch viele Firmen noch in so einer Halteposition, weil sie natürlich auch die Reglementierung, die ja jetzt ansteht, so ein bisschen abwarten wollen und dann vielleicht auch mit dieser Reglementierung dann im Rücken den Planungshorizont entsprechend auch anpassen können. Und wie der Sebastian ja gerade gesagt hat, oder? Diese Änderungen sind auf allen Ebenen am Schluss spürbar. Und die Frage ist, was kann denn jeder Einzelne von uns tun? Was kann aber auch jeder im Aufsichtsrat oder Beirat oder eben auch im Management-Team dafür tun? Und darum freut es mich, dass wir das Buch geschrieben haben, um da einen ganz natürlichen, einfachen Blick auch drauf zu werfen. Aber sind wir ehrlich, viele Firmen kämpfen gerade noch mit der Einführung von Office und der Bedienung davon oder von RPA. Und das ist nun mal auch ein Teil der Wahrheit, dass natürlich das Thema KI jetzt auch nicht so spielend leicht bleibt für alle fast weiß. Super, danke schön. Professor Dr. Alexander Richter, Sie kommen eigentlich auch recht weit her. Sie sitzen ja in Neuseeland, sind aber gerade bei uns hier in Europa. Das ist natürlich sehr schön. Sie haben eine Professur an der Wellington University in Neuseeland und beraten zugleich aber Unternehmen in Europa in Sachen digitale Transformation. Was machen die hiesigen Unternehmen bei diesem Thema richtig und was machen sie falsch? Zuerst mal einen schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich natürlich, dass wir uns jetzt mit zumindest virtuell mal auch ein bisschen besprechen können. Also generell, die digitale Transformation ist ja kein ganz neues Thema und es kommt natürlich auf die jeweiligen Unternehmen und Branchen an, was es da für Ansätze gab. Ich denke mal, man kann schon sagen oder man geht nicht so weit, wenn man sagt, dass das ein oder andere Unternehmen in Deutschland, gerade wenn man wieder Vergleiche zieht mit Nordamerika oder mit Asien, vielleicht sich etwas Zeit gelassen hat und hier und da vielleicht dann ein paar Chancen auf der Strecke gelassen hat. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie es sich jetzt inzwischen entwickelt, dann denke ich, dass jetzt das doch schon also bei den Führungskräften das Thema insgesamt angekommen ist und da insgesamt auch es eine realistische Einschätzung gibt. Das würde ich auch für KI sagen. Also ich denke schon, Andreas Wenn hat es ja auch gerade angesprochen, also ich sehe auch in vielen Unternehmen, dass das Thema KI auf jeden Fall auf dem Radar ist. Habe natürlich jetzt auch zuletzt in den letzten Monaten ChatGPT und jeder da was dazu beigetragen. Jeder, der das genutzt hat, war dann doch ein bisschen, oder viele waren dann doch ein bisschen überrascht, wie viel da jetzt schon möglich ist. Was ich da aktuell sehe, ist, dass man vor allem in Unternehmen versucht, auch Communities zu schaffen. Andreas Renner hat gerade Office genannt. Da gibt es ja jetzt mit Teams und so weiter. Und ich will jetzt nicht nur Microsoft nennen, aber gibt es natürlich jetzt auch schöne Möglichkeiten, in großen Unternehmen weltweit da den Austausch zu ermöglichen. Und da sehen wir schon eine realistische Einschätzung in Deutschland, schon natürlich auch insbesondere eine gewisse Skepsis und abwartende Haltung. Und mein Punkt wäre jetzt, insbesondere für KI, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann ist eigentlich die Geschwindigkeit, mit der sich jetzt manche Dinge jetzt in den letzten Monaten entwickelt haben, schon außergewöhnlich. Und ich denke, deswegen ist es insbesondere wichtig, da jetzt auch als deutsches Unternehmen das weiter auf dem Schirm zu haben, vielleicht eine vernünftige Risikoeinschätzung zu bringen, aber dann auch voranzumachen, denn ich denke mal, das können wir uns ansonsten nicht leisten, da jetzt so sehr hinten dran zu sein. Das gilt für die Unternehmen, das gilt natürlich auch für die Politik. Und genau aus dem Grund freue ich mich auch, in dem Buch dabei zu sein, wie Sebastian Thun jetzt auch schon gesagt hat, weil ich denke, dass wir da in unserer Gesellschaft, in Unternehmen, in der Politik auf breiter Basis Diskussionen brauchen und also eher weniger Vogel-Strauß-Taktik und mehr wirklich schauen, was kann KI für uns tun. Wie können wir da voranmachen? Danke. Ja, also, dass wir Europäer der USA hinterher sind in Sachen KI, ist ja, glaube ich, unbestritten. Gilt das auch für Neuseeland? Wie schätzen Sie das ein?
Also Australien und Neuseeland ist ganz interessant, wenn ich hier zum Beispiel mit meinen Executives irgendwie spreche, dann haben die immer so das Gefühl, sie wären so ganz massiv hinten dran. Wenn ich es allerdings dann jetzt vergleiche mit Deutschland, dann sind die dann eigentlich schon ganz gut dabei, die Unternehmen. Sind teilweise jetzt nicht die größten Unternehmen und haben dann immer so ein bisschen das Gefühl, sie sind international abgeschlagen. Aber eigentlich ist da schon eine gewisse Neugier da, Begeisterung und ja, in gewissem Maß schon auch ethische Bedenken gibt es schon auch, aber vielleicht ein bisschen mehr Offenheit. Und mein Gefühl ist klar, es ist jetzt auch ein kleineres Land. Da ist es auch einfach mal, Dinge schneller umzusetzen. Aber da tut sich schon auch einiges. Also in dem Zusammenhang, der Unterschied ist für mich dann halt schon, dass wir natürlich in Europa manche kleinere Länder haben. Aber wenn wir jetzt die Regulierung anschauen, da mache ich mir jetzt in Australien, Neuseeland weniger Hoffnung, dass da zu viele Roadblocks, irgendwie Barrieren ins Spiel kommen, wo ich mir jetzt in Europa vielleicht schon ein bisschen Sorgen mache. Okay, das heißt, wie stufen Sie denn die Unternehmen in Australasien ein? Also wie sie KI aufnimmt? Freude, Angst, Ignoranz? Nee, ich würde schon sagen Neugier und Begeisterung. Und eben schon also nicht ignorant, dass es natürlich auch Risiken gibt mit KI, aber eher zu versuchen, okay, die Risiken müssen wir auch mitnehmen, aber es vielleicht macht trotzdem Sinn, da jetzt nicht zu viel Zeit zu verlieren. Und die beobachten auch natürlich, was sich zum Beispiel in China zum Beispiel tut oder auch in Nordamerika, und sagen, da müssen wir jetzt eigentlich schon auch mit dabei bleiben. Super, danke. Dann gehen wir doch jetzt mal rüber nach Silicon Valley zum Matthias Hohensee. Matthias, Sie sind ja Silicon Valley Chef bei der Wirtschaftswoche und Sie kennen die Welt diesseits und jenseits des Atlantiks und Sie können relativ kompetent vergleichen. Hat das Management in Deutschland das enorme Potenzial von KI erkannt, das Sie im Silicon Valley hautnah erleben? Ich glaube mittlerweile schon. Bin ich zu hören? Oder? Ja. Also ich glaube mittlerweile schon. Sebastian hat es ja angesprochen, es hat irgendwie 30 Jahre gedauert. Ich kann mich erinnern, als ich im März 96 bei der Wirtschaftswoche anfing, war eine meiner ersten Stories genetische Algorithmen bei der Lufthansa. Also wie die das eingesetzt haben, um den Weltflugplan sozusagen zu simulieren. Es waren also in den vergangenen Jahren, denke ich, eher die größeren Konzerne. Was Neues ist jetzt, dass letztendlich, denke ich, alle deutschen Unternehmen erkannt haben, wie wichtig künstliche Intelligenz ist. Der Unterschied ist, dass es eben zwar erkannt wird, aber eben nicht so stark eingesetzt wird wie in den USA. Es gibt ja jedes Jahr da eine ganz interessante Studie von Bitkom. Und die ist gerade rausgekommen, wo rauskam, dass 70% der Unternehmen künstliche Intelligenz als wichtig sehen in Deutschland, aber es erst bei 15% der Unternehmen wirklich eingesetzt wird. Und die Haupthindernisse in Deutschland sind eindeutig der Datenschutz. Das nächste sind einfach die Fachkräfte, ne, die in Deutschland, da mangelt es ein bisschen noch auf dem Gebiet. Aber diese Studie ist ja immer sozusagen eine Rückschau. Und ich habe vergangene Woche den Jonas Andrulis getroffen hier zum Interview in Las Vegas. Der ist Chef von Aleph Alpha, also einer deutschen KI-Hoffnung, und hat in Las Vegas einen großen Deal bekannt gegeben hier mit Hewlett-Packard Enterprise, die sozusagen die Software von dem deutschen Startup über ihre Supercomputer-Cloud anbieten werden. Und Jonas erzählte mir, das ist ja noch ein kleines Unternehmen, 50 Leute, dass ihm gerade deutsche Unternehmen momentan die Bude einlaufen. Also er kommt da gar nicht hinterher, jede Menge Anfragen. Um jetzt nicht in einem Monolog auszuarbeiten, deswegen finde ich dieses Buch auch, was da geschrieben wurde, so interessant und spannend, weil ich denke, dass es eine ganz gute Handlungseinleitung gibt, auch für Unternehmer in Deutschland, wie man künstliche Intelligenz einsetzen kann, was zu beobachten kann, was zu beachten ist. Insofern Glückwunsch an das Autorenteam fürs Timing. Und ich denke, das ist eine ganz gute Handlungsanleitung für Unternehmen in Deutschland. Und wir brauchen das auch. Wir können uns nicht erlauben, bei künstlicher Intelligenz zurückzufallen. Und es wird ja sicherlich später noch über das Thema Regulierung gesprochen werden, wo ich denke, wo wir uns momentan da wirklich ein Bein stellen in Europa. Das höre ich also von so vielen deutschen Unternehmen. Dass Europa inzwischen Weltmeister in Regulierung ist, aber leider nicht Weltmeister in Kommerzialisierung.
Ja. Und Europa ist ja auch nur stolz drauf. Das ist ja das Schlimme. Ja, ich meine, Gratulation auch an Sie. Sie haben ja auch mitgewirkt bei dem Buch. Wir kommen nachher nochmal später in Silicon Valley. Ich habe ja noch ein, zwei Fragen an Sebastian. Machen wir jetzt mal einen kleinen Schwenker nach China. Dann haben wir einen Großteil der Welt abgedeckt. Horst Walter, Dr. Horst Walter, ist ja ein China-Experte, spricht ja auch Chinesisch, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Er verfolgt die KI-Entwicklung in China intensiv und hat das auch in dem Buch deutlich beleuchtet. Horst, klär uns doch mal auf, wo steht China heute in Sachen KI im Vergleich zu den USA und zu Europa? Ja, da müsste man eigentlich ein bisschen länger ausholen. Vielen Dank. Ja, gerne. Also wenn es zwei Länder gibt, die in der KI eine führende Rolle einnehmen wollen, dann sind das die USA und eben China. In beiden Ländern hat man das Potenzial dieser Fundamentaltechnik erkannt und erkannt, dass sie so ein Zeitalter einleiten könnte, wie es damals die Dampfmaschine oder die Elektrizität gemacht haben. Das heißt, es kommt auf die Anwendung an. Und in China ist das schon in dem, ja, im 14. Fünfjahresplan damals festgelegt worden, dass die Autarkie auf 70% steigen soll im Lande. Und glaube ich damals 40%, also 70% der Kerntechnik sollte im eigenen Lande entstehen und gepflegt werden. Das wird natürlich in den USA mit gewissem Unbehagen gesehen und da wird entsprechend auch gewarnt. Also vor 2 Jahren schon Eric Schmidt, Ex-Google-CEO oder jetzt vor 2 Monaten die Stanford University, die ja ausgewertet hat, wie die Universitäten dastehen und festgestellt hat, dass 9 von 10 der besten KI-Forschungseinrichtungen in China liegen. Ja, da könnte man natürlich denken, China hätte die Nase vorn, aber ganz so stimmt das doch nicht. Man müsste schon genauer hinschauen. Vermutlich sind das eher Brandmeldungen, wie man sie vom Militär auch kennt, wenn neue Gelder beantragt werden müssen und Unterstützung erforderlich ist. Denn die 2 Jahre Pandemie und 3 Jahre ungefähr regulatorischer Crackdown haben in China eben doch ihre Spuren hinterlassen. Und als jetzt Anfang des Jahres mit ChatGPT die große Stunde der LLMs, also Large Language Models, schlug, da fühlten sich manche der chinesischen Entwickler regelrecht abgehängt. Also trotz dieser erstaunlichen Aufholjagd ist die Situation nicht ganz klar. Und das liegt eben auch daran, dass man ein Ökosystem braucht, um wirklich Nutzen aus der KI zu ziehen. Also man braucht gute Schulen, Elite-Unis, barrierefreie Kommunikation zu der Industrie, eine Start-up-Förderung, damit auch mal Crazy Ideas eine Chance bekommen. Aber andererseits eben auch finanzstarke Großunternehmen für die Umsetzung und nicht zuletzt risikofreudige Pionierkäufer. Und das entsteht alles nicht über Nacht und auch nicht auf Anweisung. Also das dauert eine Weile. So, und jetzt kommt noch hinzu, dass wir in dem Großmachtkonflikt uns befinden zwischen USA und China. Und das Auswirkungen hat auf so ganz banale Dinge wie Hardwarebeschaffung. Also KI stellt extreme Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Hardware. Und ja, wenn die nun im Wesentlichen aus den USA kommt und Sanktionen unterliegt, also Nvidia zum Beispiel, dann könnte das doch einen Rückschlag bedeuten. Jedenfalls so lange, bis, das könnte natürlich der gegenläufige Effekt sein, bis China sich dann entschlossen hat, noch stärker auf Autarkie zu setzen, nach diesen ernüchternden Erfahrungen und der Gefahr, denen sie da ausgesetzt waren. So, das ist erstmal so eine kleine Einführung. Ich kann noch mehr dazu sagen. Ja. Wie ist denn deine Einschätzung? Wird es China gelingen, irgendwann aufzuholen oder wird sie ewig hinter den USA sein? Also ich denke, China ist immer für Überraschungen gut. Und die Generation, die den Aufschwung in den letzten 30 Jahren getragen hat, ist inzwischen abgelöst worden von einer jungen Generation, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat, auch ganz andere Lebenserfahrungen. Und ich denke, das ist schon eine andere Gesellschaft. Und
die wird sich auch anders artikulieren. Also ich erwarte, dass China zunächst zurückfällt, aber dann ja, gezwungenermaßen doch aufholt. Okay, es bleibt also spannend. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland, zu Dr. Harald Schönfeld. Harald, du bist ja neben Andreas Renner einer der Herausgeber des neuen Buches über KI im Top-Management, bist auch Chef von Butterfly Manager und United Interim und sozusagen der Herr über alle qualifizierten Interim-Manager im deutschsprachigen Raum. Es gibt ja kaum eine andere Gruppe als Interim-Manager, die so viele berufliche Aufgaben bei derart vielen Unternehmen bewältigen. Mehrere Fragen habe ich. Ist KI dort jetzt schon ein Thema? Und wenn ja, wie gehen Interim-Manager und vor allem die Unternehmen, bei denen sie tätig sind, mit KI um? Ja, danke, Hagen. Also das Thema als solches ist bei den Kunden der Interim-Manager angekommen. Das haben die Interim-Manager auch sehr genau bemerkt. Und die Interim-Manager sehen darin eine ganze Menge Chancen, denn in den Unternehmen muss das Ganze ja auch umgesetzt werden. Es muss ja nicht mehr erkannt werden, dass das wichtig ist, sondern es muss ja auch gemacht werden, auch neben dem Tagesgeschäft. Es ist also wahnsinnig viel Arbeit in den Unternehmen zu leisten und das Ganze auch noch in einer Geschwindigkeit, die wir uns im Moment ja noch gar nicht richtig vorstellen können. Und das ist ja auch gerade die Stärke von Interim-Managern, dass sie ganz schnell zur Verfügung stehen können, dass sie Know-how einbringen, dass sie unterstützen, dass sie die Unternehmen weiterbringen in einer erforderlichen Geschwindigkeit. Aber das müssen die Interim-Manager natürlich auch können. Und das Thema ist momentan sehr, sehr neu. Darum erlebe ich Interim-Manager momentan als Lernende, die sich gerade fit machen. Und ich glaube, das wird dann auch, das ist jetzt so ein Prozess. Die Unternehmen finden gerade heraus, was müssen wir machen, was ist für uns wichtig. Interim-Manager bereiten sich vor. Also ich sehe so richtig eine Vorbereitungsphase, auf das es dann demnächst losgeht. Im Grunde genommen ist KI etwas, was eine gewisse neue Goldgräberstimmung hervorrufen könnte. Das heißt, Unternehmen brauchen sehr, sehr schnell Support. Sie müssen schnell sein, sie müssen in die Umsetzung kommen. Interim-Manager können das liefern. Und jetzt kommt es drauf an, dass das jetzt auch demnächst zusammenkommt. Super, danke schön. Sebastian, ich hatte ja schon angedroht, dass ich noch ein paar Fragen habe. Sie sind Deutscher und Sie sind mit Anfang 30 in Silicon Valley ausgewandert, also auch schon seit ewig da und haben als Professor den KI-Lehrstuhl an der Stanford University geleitet. Welche Unterschiede sehen Sie im Umgang mit neuen Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz in Ihrer alten und Ihrer neuen Heimat? Also hier in Silicon Valley ist man natürlich sehr technologiebegeistert. Man hat viele Jahrzehnte bereits damit zugebracht, mit Technologien die Welt zu verändern und ist grundsätzlich der Auffassung, dass die Änderungen positiv sind. Also die Einführung von Handys und Computern und Laptops und Software und ähnlichen Dingen hat die Welt vorangebracht. Deswegen ist die Grundauffassung erstmal eine positive Auffassung, zu sagen, was sind die Möglichkeiten mit diesen Technologien, ja, neue, die Menschheit zu befähigen. Ich verbringe ungefähr 90% meiner Zeit damit zu, darüber nachzudenken, was jetzt möglich ist, was in der Vergangenheit einfach nicht möglich war. Und 10% meiner Zeit damit zu fragen, was sind halt die Risiken für den Technologien. Ich glaube, dass diese Technologiefreundlichkeit, die es hier gibt, sehr einzigartig ist in der ganzen Welt, stärker als selbst in Berkeley, die quasi direkt nebenan ist. Und sicherlich sehr viel stärker als in Washington D.C., wo man natürlich sehr viel mehr Sorgen hat bezüglich der negativen Auswirkungen. Aber gibt es auch hier ein großes Bedürfnis, eine breite Konversation beizutreten, wo wir mit der ganzen Gesellschaft diskutieren, was die Implikationen wirklich sind, wie man diese Implikationen wirklich positiv gestalten kann. Ja. Aber wir gehen davon aus, dass durch die KI die Menschheit deutlich stärker dastehen wird. Wir haben ja alle einen Job, wo wir oftmals auch Sachen machen müssen, die wir gar nicht machen wollen, die nervig sind, die repetitiv sind, die mind-numbing sind, wie das im Amerikanischen sagt. Und die Sachen werden wir bald der KI übergeben können. Wir werden bald unseren persönlichen Assistenten haben, der für uns unsere Zahnarzttermin schedule, unsere Reisen, unseren Reisen hilft, unseren Terminen hilft. Und das wird erst der Anfang sein. Uns sich für uns an Sachen erinnert, uns helfen, besser erinnern zu können.
Und ich glaube, dass darin die Möglichkeiten liegen, diese Technologien neu einzusetzen, in der positiven Art und Weise. Ich sage das deswegen sehr stark, weil man in Deutschland immer gerne auch ein bisschen skeptisch ist, ja? Und gerade die Medien vor allen Dingen gerne mal das skeptische Wort haben. Man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn man skeptisch ist. Aber die Skeptiker haben eigentlich noch nie die Welt verändert. Ja. Also Sie plädieren ja für mehr Optimismus und weniger Regulierung bei der KI. Jetzt hat ja die europäische KI-Verordnung, ist der weltweit erste Versuch, ein Gesetz zur Regulierung von KI auf den Weg zu bringen. Und so wie ich das gelesen habe, ist man ja super stolz drauf. Sie unterscheidet KI nach Risiko. Klassen, also von risikoarmer, begrenzt riskanter, zu riskanter und verbotener KI. Ist das der richtige Weg? Kann das der richtige Weg sein? Oder bremsen wir uns da mehr? Also ich glaube, das ist wichtig, darüber nachzudenken und diesen Dialog zu haben. Und wichtig, dass sich darum Menschen auch heute schon kümmern. Die große Frage ist immer die Balance zwischen dem Bremsen und dem Sicherstellen. Nach meiner Auffassung ist der richtige Zeitpunkt für Regulationen und Gesetze, wenn Missbrauch da ist. Normalerweise ist es also in der Gesetzgebung so, dass die Gesetze dem Missbrauch ein bisschen hinterherstehen, als man also erstmal die Technologien ausfindig macht und benutzt und sieht, wo sie missbraucht werden und dann da einschreitet, wo der Missbrauch die Gesellschaft schädigt. Und ich glaube, der Zeitpunkt wird irgendwann kommen. Also wir sehen jetzt immer diese Deepfakes zum Beispiel, wo Leute also andere Personen einfach falsch darstellen können. Das ist ein großes Risiko und ich glaube, dass da Reflexionen schon wichtig sind. Herr Richter, wie sehen Sie das aus der Sicht aus Australasien? Ja, ich stimme Sebastian Trunter auf jeden Fall zu. Was kann ich noch dazu sagen? Ich meine, der generelle Ansatz, den die EU da fahren will, also soweit ich es jetzt bisher verfolgt habe, mit der menschenzentrierten KI, den finde ich so eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem ist halt eben nur, inwieweit hilft Regulierung oder wo hilft Regulierung? Klar, wir wollen Missbrauch verhindern, stimme ich auf jeden Fall zu. Jetzt die letzte große Regulierung, die ich wahrgenommen habe im Digitalen, das war GDPR oder im Deutschen ist es die Abkürzung. DSGVO. DSGVO, genau. Da haben wir, glaube ich, schon gesehen, dass gerade kleine Unternehmen sich dann oft schwer getan haben. Die großen Unternehmen hatten dann schon ein bisschen mehr Ressourcen, das auch vernünftig umzusetzen. Gerade kleine Unternehmen hatten damals wirklich ziemlich viel Bedenken und hatten da auch viel zu tun. Und das sind, glaube ich, schon Bedenken, die man jetzt auch aktuell haben kann, dass sich kleinere KI-Entwickler da dann ein bisschen schwer zum Beispiel damit tun, diese ganzen Dokumentationspflichten zu erfüllen. Und die Großen, das ist ja deswegen vielleicht auch nicht ganz so verwunderlich, dass jetzt viele von den Großen irgendwie sagen, ja, wir brauchen Regulierung, weil die kriegen das im Zweifel dann schon hin. Aber also das geht vielleicht so in Richtung Wettbewerb etwas. Und da sollten wir als Deutschland, wo ich die Wahrnehmung habe, dass die deutsche Startup-Szene sich eigentlich schön entwickelt hat in der letzten Zeit, also auch um die Universitäten rum, da können wir schon zufrieden sein, was es da im digitalen Umfeld für tolle Gründungen aktuell gibt und auch im KI-Bereich. Und da haben wir aus Deutschland, glaube ich, schon auch ein Interesse dran, die Regulierung so zu haben, dass aus der Startup-Szene und so weiter auch was nachkommen kann, ohne dass die so überreguliert sind, dass sie mit der Dokumentation, wie gerade schon gesagt, nicht hinterherkommen. Also das ist ein bisschen ein Problem, das ich schon sehe. Ja, und ich meine, insgesamt denke ich mal, klar, als EU sind wir so ein bisschen natürlich ein sehr, sehr ein großes Schiff, das es da immer zu bewegen gilt und da vernünftig zu Kompromissen zu kommen, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Aber ich denke mal, gerade im Bereich KI ein bisschen weniger als jetzt schon geplant ist, wäre vielleicht oder schon hilfreich. Super, danke. Sebastian, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie etwas überrascht waren, weil wir in Deutschland hier irgendwie ständig über ChatGPT sprechen. Aber im Silicon Valley ist ChatGPT eins von ganz vielen. Und ich habe persönlich in meinem Umfeld jemanden, der sich Sorgen macht, weil er nicht die Hoffnung hat, dass zum Beispiel Bart jemals hier wirklich zugange kommen, weil das überreguliert sein könnte irgendwie. Also ist ChatGPT eins von vielen im Silicon Valley? Wird da noch viel, viel mehr kommen? Ist da viel, viel mehr im Einsatz? Das ist ja eine ganz andere Welt im Vergleich zu Europa.
habe ich das Gefühl. Also ich beobachte das mit großer Spannung. Ja. Die grundlegende Technologie ist nicht schützbar. Die ist relativ offen daliegend für alle. Die ist ja quasi damals bei Google erfunden worden, 2017. Und inzwischen sehen wir, dass im Open-Source-Bereich ganz neue Large-Language-Modelle erscheinen, wie zum Beispiel Falcon 40b aus Abu Dhabi, einem Land, wo man eigentlich nicht erwartet, dass dort Technologieinnovation stattfindet. Ich gehe davon aus, dass es in der Zukunft 2-3 Megakonzerne gibt, die in der Lage sind, hunderte von Millionen Dollar einzusetzen, um Netzwerke zu trainieren. Aber dann eine Großzahl von Large-Language-Models geben wird, die quasi Open Source verfügbar sind für jeden, die mit weniger Geld trainiert werden, aber fast genauso gut sind. Also wenn man sich guckt, was heutzutage Falcon und ein Llama und ein Lambda und ähnliche Open Source Modelle bereits können, die sind ungefähr auf dem Stand von GPT-3, also quasi eine Generation hinter dem GPT-4. Und selbst GPT-4 wird irgendwann ja gleichgezogen werden mit Open Source Modellen. Und das ist gut, weil das wird Demokratisierung mit sich bringen von diesen Modellen, sodass quasi jeder kostengünstig die einsetzen kann. Ich glaube nicht, dass rein durch das Besitzen von Large-Language-Modellen Firmen Milliarden an Dollar machen können. Der Richter nickt hier. Ja. Also was neue Geschäftsmodelle betrifft, habe ich zum Beispiel auch eine Frage an den Matthias Hohensee. Also 70% der DAX-Unternehmen rechnen ja damit, dass KI-Geschäfts... Die Frage geht auch an Sie, Sebastian, aber erstmal vielleicht Matthias Hohensee auch, dass KI ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren verändert. Wie gut sind die Unternehmen auf diese gravierenden Veränderungen vorbereitet? Ja, also da muss man wieder einen Unterschied machen, amerikanische Unternehmen und deutsche Unternehmen. Ich denke mal, in amerikanischen Unternehmen sieht man das sehr, sehr kritisch. Ich habe neulich Bill McDermott interviewt, den früheren SAP-Chef, jetzt bei ServiceNow, der eine Studie zitierte, nachdem, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, aber die Mehrheit der CEOs denkt, dass ihr Unternehmen obsolet sein wird, ihr Geschäftsmodell, wenn sie sich nicht in den nächsten 5 Jahren grundlegend ändern. Und ich sagte dann zu Bill, ist das nicht immer schon so gewesen, dass man sich halt ändern muss? Und er sagte, ja, das stimmt schon, aber jetzt eben mit künstlicher Intelligenz, mit der Digitalisierung muss man sich unwahrscheinlich schnell ändern und anpassen. Die Herausforderung wird allerdings sein, okay, was bedeutet das jetzt für mein Geschäftsmodell? Was kann ich jetzt da rausholen? Da denke ich mal, das ist ja letztendlich nichts Neues, ne? Dass man Daten nutzen will, also Business Intelligence und so on. Und ich denke mal, die nächste große Stufe wird nach den Prompt-Ingenieuren jetzt praktisch die Leute sein, die dann wirklich sehen, was kann ich jetzt rausholen aus der KI und wie kann ich das jetzt im Geschäftsmodell richtig einsetzen. Ich denke, das Buch gibt da schon mal so ein paar Hinweise drauf, in welche Richtung das geht. Und aber auch für den allgemeinen Anwender im Unternehmen. Ich war vor ein paar Wochen bei Microsoft, habe mir da 2 Tage angehört, Präsentation, was sie dort vorhaben mit künstlicher Intelligenz, und hatte das Gefühl, dass die Entwickler richtig erleichtert waren. Ne? Die hatten also vor einem Jahr noch die Vorgabe, okay, wir müssen jetzt viel mehr mit dem Metaverse machen, was keiner so richtig verstanden hat, was kann ich da eigentlich so, außer vielleicht Zoom-Meeting jetzt mit einer Datenbrille, was kann ich da machen? Aber künstliche Intelligenz jetzt mit diesem Pilot für Microsoft Office, das macht so einen Sinn. Ne? Also jeder kennt ja das Problem, wenn man mal eine etwas tiefgreifendere Funktion in Excel nutzen will, dass man dann, also zumindest ich, muss dann ins Handbuch gucken. Ne? Und das hat man künftig nicht mehr. Das hat also auch der Angestellte im Unternehmen nicht mehr. Das heißt, er kann dann hoffentlich sehr, sehr viel produktiver sein. Also ich denke mal, die richtige Herausforderung steht uns noch bevor, nämlich wie man KI dann wirklich auch im Unternehmen ganz gezielt einsetzt und was man eben doch machen darf und was man eben nicht machen darf. Ja, da Sie ja ein Medienvertreter sind, nochmal eine Frage an Sie. Also ich meine, seit einem halben Jahr ist hier ja voll der Hype um KI, ChatGPT und BART und so. Ist das in Amerika eigentlich schon vorbei? Ist das im Silicon Valley schon vorbei, dieser Hype? Oder ist es vergleichbar noch immer? Also ich habe das Gefühl, egal welche Medien ich lese, ich komme nicht um das Thema drumherum. Es ist ein bisschen too much schon fast, finde ich. Naja, also gut, wir sind ja... Bitte, ja.
Ich denke mal, nee, der Hype-Cycle ist noch nicht rum. Ne? Ich denke mal, das geht weiterhin richtig los. Es war auch eine gewisse, Sebastian kann das sicherlich besser einschätzen, eine gewisse Erleichterung hier bei den Unternehmen im Silicon Valley, weil man endlich wieder ein Thema hat, auf dem man sich auch aufsetzen kann, was man richtig publizieren kann nach außen. Und dieses ChatGPT hat, glaube ich, schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Das ist ja letztendlich nichts Neues. Das gab es ja jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Aber einfach dieser psychologische Eindruck, ne, den man hat, wenn man dort eben eine Frage stellt und das kommt dann eben doch eine sehr, sehr, sehr gute Antwort zurück, die nicht immer richtig sein muss. Na, wir kennen ja alle das Problem mit Halluzinationen, was übrigens auch ein Problem sein könnte beim Einsatz im Unternehmen. Nein, also um die Frage zu beantworten, ich denke, wir sind da noch mittendrin und ich bin regelrecht begeistert. Also ich habe mir auch das Large Language Model von Meta runtergeladen auf mein MacBook Pro und kann damit rumexperimentieren. Also wie Sebastian schon sagte, wir werden da unwahrscheinlich viel Vielfalt sehen und ich halte das vergleichbar mit dem Dotcom-Aufbruch, den wir vor 25 Jahren hatten im Silicon Valley, der ja dann auch nach Europa rübergekommen ist. Sebastian, Sie wollten sich auch dazu äußern. Ja, ich stimme dem überein. Das ist ein bisschen so, dass diese Hype-Cycle natürlich total übertrieben sind, gar keine Frage. Ist für mich ein bisschen so wie so ein Fußballspiel, wo wir jetzt die ersten 10 Minuten gesehen haben. Es sind 2 Tore geschossen worden, beide von Microsoft und keins von Google so richtig. Mhm. Und wir sind alle jetzt unglaublich gespannt. Und sobald die 19 Minuten vorbei sind, werden wir alle in unserem Leben weitergehen. Die richtigen Innovationen kommen in den nächsten Jahren, ne? Wo die ganzen theoretischen Erkenntnisse und Modelle in Produkte umgesetzt werden und wirklich Jobs verändert werden. Also ich sehe das im Moment sehr stark im Bereich Marketing und Content, wo tatsächlich Firmen hingehen mit ChatGPT und ähnlichen Methoden neuen Content erzeugen. Und wir haben bereits die ersten Marketing-Creatives gesehen, die ihren Job verloren haben. Mhm. Und das wird in den nächsten Jahren sich sehr stark umsetzen, mit hoffentlich mit weniger Hype. Mhm. Werden da viele Menschen auf der Strecke bleiben? Ich hoffe, dass im Großen und Ganzen, dass sich positiv auswirkt. Wir hatten ja vor 200-300 Jahren, waren wir alle in der Landwirtschaft tätig. Und dann kam halt der Steam Engine vorbei, Dampfmaschine. Und wir haben jetzt komplett neue Jobs, die es vorher gar nicht gab. Quasi alle, die hier zuhören, haben einen Job, den es vorher gar nicht gab. Ich denke, wenn wir die repetitiven Arbeiten den Maschinen übergeben und die kreativen Arbeiten, dass wir dann auch neue Jobs erfinden können und als Menschheit nach vorne bewegen können. Das ist meine große Hoffnung. Ja, das ist eine Frage, die ich jetzt an Sie stelle und danach auch gerne an Herrn Professor Dr. Richter, weil Sie sich damit befassen. Sie haben ja gerade von Jobkiller gesprochen. Das ist ja ein häufig geäußerter Vorwurf. Was schätzen Sie, wie viele Arbeitsplätze wird KI vernichten und vor allem welche? Und welche neuen Berufsfelder werden entstehen? Sebastian? Sebastian? Hallo? Ja? Können Sie mich hören? Kann ich Sie wieder hören. Es gibt eigentlich 2 Felder, wo die Innovation stattfinden wird. Das eine ist im Bereich Automatisierung und Effizienz und das andere im Bereich neue Produkte. Im Effizienzbereich ist es so, dass wir als Menschen viele repetitive Arbeiten machen, zum Beispiel als Rechtsanwalt, als Arzt und so weiter. Und da werden uns diese Methoden zur Hand helfen, diese Effizienz zu steigern. Das heißt, man stellt sich vor, dass man heute ein Arzt ist und diagnostiziert, die Arbeit von einer Woche vielleicht in einem Tag machen kann oder in 2 Tagen, also damit doppelt so effizient wird. Dann gibt es die 2. Dimension, wo ganz neue Produkte eingeführt werden können, die spezieller auf den Menschen bezogen sind. Wir erleben in der Welt heute, wo Produkte quasi one size fits all darstellt. Wir bauen also ein Auto, was dann ganz viele Leute kaufen müssen, das dann identisch ist für viele Leute. Und in der Zukunft wird es dazu führen, dass die Produkte sich sehr viel stärker auf die Menschen anpassen und sehr viel stärker auf uns bezogen sind. Und das wird ein spannendes, großes Thema werden, wo ich glaube, noch viele Erfindungen gemacht werden müssen. Ja, danke schön. Herr Richter, haben Sie da was zu ergänzen? Ja, also ich würde es mal so anfangen. Also wir forschen da selber auch dazu und was wir dann immer zuerst mal schreiben, ist, dass wir nicht denken, dass jetzt jeweils der komplette Job
Das passiert vielleicht schon in einzelnen Beispielen. Der viel zitierte LKW-Fahrer, der vielleicht in ein paar Jahren tatsächlich in dieser Rolle nicht mehr existiert, wenn die ganzen LKWs autonom unterwegs sind zum Beispiel oder andere Bereiche. Aber oftmals glaube ich nicht, dass die ganze Arbeitsstelle als solche oder die Rolle ersetzt wird, sondern eher, dass sich die Rollen oftmals ändern, weil einzelne Aufgaben von der KI übernommen werden und andere Aufgaben eben beim Menschen bleiben. Und ich finde den Ansatz generell ganz schön, immer zu sagen, wie können die sich denn da ergänzen? Also insofern finde ich den Co-Pilot als Namen eigentlich auch ziemlich clever gewählt, weil man einfach sagt, die Menschen bedienen schon noch, aber die KI fliegt eben so neben so mit und kann Dinge übernehmen, wie auch bei einem Flugzeug, ja, wo wir eigentlich sonst auch wahrscheinlich sehr kritisch wären, wenn wir sagen würden, das Flugzeug wird komplett von KI gesteuert, aber wir haben eigentlich alle keine Probleme zu sagen, ab und zu darf auch mal der Co-Pilot ran. Und diesen Ansatz würde ich bei vielen Berufen sehen. Was ich spannend finde eigentlich, und ich würde ganz kurz zurückkommen zu der Bitkom-Studie, die ich ehrlich gesagt nicht kenne, aber ich werde es mir jetzt direkt anschauen. Danke für den Hinweis, Matthias Hohensee. Was ich interessant finde, ist, dass ich denke, dass KI ganz viel auch Individuen unterstützen wird. Also wo wir ein bisschen unterscheiden müssen zu dem Unternehmen oder der Organisation als solche und dann den einzelnen Mitarbeitern. Denn ich glaube, dass viele IT-Verantwortliche in deutschen Unternehmen sich im Klaren sind, auch wenn sie offiziell das noch nicht nutzen, inoffiziell nutzen das sehr viele Mitarbeiter. Und ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren da viele Beispiele sehen, wo dann rauskommt, Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmen haben das schon genutzt und hätten es vielleicht gar nicht nutzen sollen und so weiter. Gibt es in der Wissenschaft einen Begriff der Shadow IT. Das hatten wir vor 10 Jahren auch schon, als damals WhatsApp rauskam. Da hieß es auch, das wurde in keinem deutschen Unternehmen genutzt. Und wir haben 10 Studien dazu gemacht. Also, super interessant, wie WhatsApp dann eingesetzt wurde als Shadow IT, weil das halt tatsächlich das Effizienteste war. Und insofern kann man das menschlich, denke ich mal, nachvollziehen, dass jetzt viele deutsche Mitarbeitende aktuell total begeistert sind, das KI auch nutzen wollen und natürlich jetzt ein bisschen der Bredouille sind. Einerseits wollen sie den besten Job machen und ChatGPT und Co. können da mithelfen. Auf der anderen Seite offiziell nutzt das Unternehmen das noch nicht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die meisten Unternehmen sagen, wir nutzen es noch nicht. Nur halt eben dann irgendwo im Schatten dann im Unternehmen wird es schon genutzt. Und der Punkt für mich ist jetzt in dem Zusammenhang einfach, dass wenn man diese Brille hat mit dem Individuen und sich das anzuschauen, dann glaube ich, ist es nicht mehr ganz so dramatisch, ja, sondern wir werden einfach schon eine Entwicklung sehen, dass KI immer mehr Aufgaben übernimmt, aber jetzt nicht groß komplett. Also es wird ganz viele Jobs, ganz viele Arbeitsrollen verändern, aber und auch neue Rollen schaffen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir ganz, ganz viele Arbeitslose haben werden auf einmal, weil KI alles übernimmt. Okay. Ich gehe jetzt nochmal die paar Fragen durch, die wir stellen wollen. Und danach würde ich sagen, haben wir eine kleine Chance, dass wir auch ein paar Fragen, weil das kam nämlich schon die erste Frage rein, beantworten. Nochmal kurz zum Thema Jobkiller. Horst, du gilt ja irgendwie als Asien-Experte irgendwie bei uns. Und ich habe letztens gelesen, dass in Singapur die ersten Robocops am Flughafen schon patrouillieren. Wie ist deine Einschätzung in Asien so? Wird es da sehr viele Jobs geben, die von KI übernommen werden wird? Ja, danke. Singapur ist natürlich besonders technologieaffin. Dort setzt man sehr gerne frühzeitig Techniken ein. Aber Asien ist heterogen. Es gibt asiatische Länder, die einen Bevölkerungsrückgang haben. Dazu zählen Korea, dazu zählen Taiwan, China natürlich. Und aufgrund dessen wird diesen Ländern eine finstere Zukunft vorhergesagt. Auf der anderen Seite haben wir genau den gegenläufigen Effekt, dass vorhergesagt wird, die künstliche Intelligenz würde uns Jobs wegnehmen im Verwaltungsbereich oder zumindest die Jobs effizienter machen, sodass man weniger braucht. Also dann fallen auch welche weg. Das sind natürlich zwei gegenläufige Entwicklungen. Auf der einen Seite haben wir weniger Arbeitskräfte, auf der anderen Seite haben wir Angst, dass weniger beschäftigt werden. Ich denke, dass die technikaffinen Länder, und das sind gerade die, die den Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen haben,
sich diese Technik zunutze machen und ja auch tatsächlich Nutzen davon daraus erzielen werden, sodass sich beide Effekte kompensieren können. Danke. Ich habe noch mal eine Frage an Harald Schönfeld und auch Andreas Renner. Der Billionenmarkt KI, einerseits der Markt selbst, andererseits auch wow, Produktivitätszuwachs durch KI-Einsatz. Bedeutet das einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung über alle Branchen hinweg? Die Frage an beide Herren nacheinander. Also ich denke, es alle Branchen verändern. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, es wurde gesagt, dass KI als Co-Pilot arbeiten kann. Und insofern sehe ich KI durchaus als Produktivitätsbooster für etliche Branchen. Und von daher auch, wer als Unternehmen oder wer als Branchen das mit Services oder Dienstleistungen aufnehmen, haben die schon aus meiner Sicht eine bessere Wettbewerbsposition als Unternehmen oder aggregiert Länder, die das nicht so schnell aufnehmen. Von daher sehe ich da auch durchaus Chancen, würde da auch dem Sebastian Thron da zustimmen. Gleichzeitig brauchen wir natürlich weiterhin den Handwerker, der ohne klassische KI arbeitet und der weiterhin die Leitungen legt. Also von daher verändert es alles und in welche Richtung das geht. Ich glaube, wir sind da, wie vorhin auch schon das Bild verwendet vom Fußballspiel, wir sind da erst in den ersten 10 Minuten und der Rest ist dann auch in gewisser Weise ein Blick in die Glaskugel. Aber Andreas, wie siehst du das? Was glaube ich, was die modernen KI schaffen? Sie schaffen vielleicht ein bisschen mehr Gleichberechtigung, oder? Es geht ja immer darum, wer hat Hoheitswissen, und die großen Organisationen haben sehr viel Hoheitswissen, sehr viel gebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch. Und jetzt ist es so, dass ich mir dank diesem einfachen Zugang natürlich relativ schnell auch neues Wissen organisieren kann, sodass ich vielleicht auch schneller aufholen kann. Und das ist genau die Chance jetzt, die Startups haben. Das heißt, ich muss jetzt vielleicht gar nicht jahrhundertelanges Wissen produziert haben in der Organisation, sondern ich kann ja dank KI jetzt relativ schnell auf einem signifikant höheren auf einer höheren Stufe einsteigen in diese ganze Arbeit und kann damit jetzt mir sehr viele Energie und Kosten vielleicht sparen. Und das sehen wir gerade überall, dass die ganzen Startups, die ja auch entstehen, wirklich auch großen Firmen Paroli bieten können. Fun Fact, ja am Schluss ja auch ChatGPT an sich ja gegen Google. Also ich glaube, es schafft wieder ein ganz neues Spiel mit ganz vielen neuen Verteilungen. Die Frage ist natürlich nur, wo wird man mehr Geld verdienen, in einem Startup oder vielleicht in einem etablierten Unternehmen mit einem großen Management? Und da die gesamtgesellschaftliche Bruttoinlandsproduktberechnung, die bleibt interessant, aber die kann ich jetzt auch noch nicht vorhersehen, glaube ich. Aber es ist ja eine recht vielversprechende Zukunft. Eine letzte Frage von mir noch an einen Autor und dann gehen wir mal ein, zwei Fragen durch, die reingekommen sind. Andreas Tripke, dir wird ja nachgesagt, das Autorenteam zusammengestellt zu haben. Stimmt das und wie kam es eigentlich dazu, zu diesem Buch? Ja, das kann man so sagen. Also mein Ziel bei der Konzeption des Buches war es, Top-Leute zusammenzubringen bei einem Thema, das von phänomenaler Bedeutung ist. Und zwar Top-Leute sowohl aus dem KI-Bereich als auch aus dem C-Level, aus dem Management-Bereich. Es genügt ja nicht, die Technologie zu beschreiben, sondern es geht ja darum, ganz spezifisch, was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft? Und deswegen haben wir 2 Wissenschaftler im Autorenteam dabei, Sebastian Drun und Alexander Richter, die beide auch Unternehmer sind. Also gerade Sebastian auch mit seiner Udacity und so weiter, will das nicht klein, aber es sind Leute mit einer wissenschaftlichen Karriere, die wissenschaftlich an die Dinge drangehen. Wir haben 2 C-Level-Manager dabei, den Andreas Renner und den Harald Schönfeld, die jeweils noch auch mit Organisationen aus dem Businessbereich dahinter sind. Steinbeis Augsburg Business School. Hey, Steinbeis ist ein Name, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, genau für den Technologietransfer aus einer Wissenschaft heraus in Unternehmen, und zwar sehr praxisnah. Und Interim Manager, und du hast vorhin so schön gesagt, Harald, als Chef aller qualifizierten Interim Manager, auch überzogen, aber im Kern der Sache Interim Manager sind Leute, die sehr, sehr, auf sehr, sehr vielen Ebenen in den Unternehmen mit dabei sind, in sehr vielen Branchen und auf die Art und Weise Harald eben dann nochmal ein Know-how mit reingebracht hat in dieses Buch,
kaum anderswo anders zu finden ist. Ja, und Horst Walter, ich kenne ihn schon sehr lange, einer der klügsten Köpfe, die ich überhaupt kenne, ohne allen anderen Autoren zu nahe treten zu wollen, auch mit einem einzigartigen und auch durchaus kritischen Blick sozusagen auf China und mit diesem Blick nochmal reinbringen. Und in dieser Kombination, und das war das Ziel daran, ist sozusagen, glaube ich, schon ein in dieser Hinsicht einzigartiges Buch entstanden. Auf der einen Seite KI plus C-Level, weltweiter Blick, aber auch ganz spezifisch, wenn man das Buch liest, was heißt das denn für deutsche Unternehmen, für europäische Unternehmen? Sehr, sehr praxisnah mit Checklisten drin, wirklich, wo ich als Manager sehen kann, okay, was sind denn die Stufen, die ich gehen sollte, die ich berücksichtigen sollte, aber auch sehr, sehr visionär. Also das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das geht bis hin zum Hirnschrittmacher geht das Buch. Mhm. Also es spannt wirklich ein sehr breites Spektrum. Ja? Und das auf, ich glaube, 220 Seiten, also relativ kompakt, dass man eben jetzt nicht 1000 Seiten Roman lesen muss. Und das, glaube ich, hat jetzt auch die Diskussion gezeigt, dass dieses Autorenteam eben doch einzigartig ist. Und abschließend möchte ich noch sagen, wir haben auch mit Matthias Huhensee fürs Vorwort jemand dabei, der eben auch beide Welten, Deutschland und Silicon Valley, repräsentiert, aber auch die, man mag darüber streiten, aus meiner Sicht einfach für eine technologieorientierte Wirtschaftsberichterstattung, die, meine ich, beste deutschsprachige Publikation dabei. Ich hoffe jetzt, dass wir jetzt nicht zu viele andere Publikationen in den Zuschauern dabei haben, aber ich meine, es ist eben schon die Wirtschaftswoche, die eben sehr undogmatisch, sehr pragmatisch und Hauptsache sehr, sehr kompetent über die Dinge berichtet. Und das ist ein Thema, auf das ich stolz bin und ja, das habe ich auch zusammengebracht. Ja, kannst du auch so recht stolz drauf sein. Es ist ein sehr lesenswertes Buch, weil es wirklich sehr informativ ist. Ulf Kamen ist sehr neugierig. Er hat direkt drei Fragen. Wo fängt KI an? Ist etwas von Alexa verlangen schon KI? Erste Frage. Zweitens, wird Fortbildung auf dem Gebiet der KI IT-Lern vorbehalten sein oder wird es auch Chancen für normale BWLer geben? Sprich, wie kann man als Nicht-ITler daraus für sich etwas machen? In Klammern Interimberatung. Und drittens, wird KI ein Teil der Lösung zum Fachkräftemangel sein, zum Beispiel Busfahrer? Ich stelle die Frage mal unserem Wissenschaftler, oder? Alexander Richter, wollen Sie mal auf die eine oder andere Frage eingehen, beantworten? Ja, okay, ich kann auf jeden Fall mal bei der ersten anfangen, weil da geht es ja tatsächlich ein bisschen um die Definition. Ja. Und Alexa ist auf jeden Fall, hat Komponenten von KI, schon allein einfach die menschliche Sprache zu erkennen, ist ja wirklich auch diese Umsetzung, hat ja viele Jahre gedauert, um das so auf den Stand zu bringen, wie wir es jetzt heutzutage haben, dass wir uns mit Alexa und Google und so weiter da auch unterhalten können. Also es ist auf jeden Fall KI und ich denke mal, es heißt in Deutsch Fähigkeiten, die diese digitalen Assistenten haben, die werden wir jetzt auch vom Umfang her zunehmend sehen in den nächsten Jahren, aber ist schon mal KI. Die zweite Frage, also wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, kann man jetzt als Nicht-ITler dann auch KI als Teil seiner Fähigkeiten sehen. Also bitte gerne, Ulf Kamen, bitte gerne reinspringen, wenn ich es jetzt falsch verstanden habe. Aber wenn die Frage so gemeint ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Also wir sehen jetzt eigentlich, oder ich sehe jetzt an meiner Uni das sehr stark, dass wir auch gerade nicht ITler eigentlich haben. Und so habe ich vorher den Sebastian Thun verstanden, mit dieser ein bisschen auch in Richtung Demokratisierung. Also KI ermöglicht es eigentlich gerade auch Nicht-ITlern, jetzt Dinge umzusetzen, die vorher schon ein bisschen kritisch waren. Also Sebastian Huhensee hat vorher Excel genannt, wo man sagen muss, da hatte man die Excel-Spezialisten, die alles konnten, und der Copilot ermöglicht es jetzt eigentlich auch noch einer breiteren Basis von uns Dinge umzusetzen. Also ich glaube, dass KI das fast ein Stück weit in der einen oder anderen Situation Dinge zusätzlich umzusetzen. Also das würde ich schon zustimmen. Die dritte Frage würde ich gern weitergeben, damit es nicht zum Monolog wird. Ja. Vielen Dank. Vielleicht kann ich zur zweiten noch was sagen. Also ich kenne da eine gute Business School,
die Augsburg Business School. Da kann man wirklich, also wir haben in all unseren Seminaren mittlerweile KI als Thema drin, sei es, wo wir Foren gemeinsam machen für Interim-Manager, wo das Thema KI aufgenommen wird, sei es aber auch wirklich in Zertifikatskursen, wo man wirklich sich dort auch ausbilden lassen kann. Und es nur nicht aus einer IT-Sicht heraus, sondern wirklich aus einer Management-Sicht heraus. Und für diese Steilvorlage würde ich ein Abendessen. Danke dafür. Wer möchte denn die dritte Frage beantworten? Kann KI Teil der Lösung zum Fachkräftemangel sein? Es ist ja zweischneidig. Das eine ist, es wird eine Lösung sein, definitiv. Ich glaube, das erleben alle, die schon mal mit ChatGPT gearbeitet haben, dass man schneller ist, dadurch effektiver arbeiten kann und vielleicht auch wirklich ein paar Freiheiten danach kriegt, was anderes zu machen. Die andere Thematik aber, und die sehe ich genauso kritisch, ist, es wird neue Probleme verursachen, weil wir vielleicht nicht die Leute haben, die damit so gut umgehen können. Also ich glaube, die aktuellen Fachkräfte lassen sich vielleicht mit ChatGPT oder dann auch mit den Robotern, die da draus entwickelt werden, ja vielleicht zum Teil abfedern. Nicht alle, aber zum Teil. Aber es wird neue schaffen, und zwar genau da, wo nämlich das Management anfangen muss, mit KI wirklich zu interagieren und ganz neue Geschäftsmodelle, also wie kreieren wir mit wem was, dann auch hinzukriegen. Herr Kamen, ich hoffe, das beantwortet soweit Ihre Fragen. Wir haben noch zwei Fragen. Ja, vielen Dank. Ja, super. Wir haben noch zwei Fragen, die ich gerne noch stellen möchte. Wie können wir in Europa die Geschwindigkeit erhöhen, zum Beispiel der KI-Adoption? Es ist einer der grundlegenden Unterschiede zum Silicon Valley und in einer exponentiellen Entwicklung absolut unverzichtbar. Wer von den Autoren kann diese Frage beantworten? Nicht drängeln. Ich sage ganz kurz was dazu. Es gibt im Englischen den Begriff der AI Fluency, und was damit im Prinzip gemeint ist, und das machen einige von meinen Kollegen ganz gut, und wie gesagt, das hat mich jetzt auch motiviert, bei dem Buch mitzumachen, und natürlich versuche ich auch in anderen Publikationen das zu tun. AI Fluency meint, dass wir wirklich auf breiter Basis als Gesellschaft ein gewisses Grundlagenwissen zumindest brauchen, sodass wir keine Angst haben, weil KI ist natürlich schon, oh mein Gott, der ein oder andere, der das ChatGPT da mal ausprobiert hat, dann wirklich sagt, das ist ja echt toll, aber gleichzeitig echt schockierend oder angsteinflößend, was das alles kann. Und da ist es dann eigentlich schon wichtig, ein bisschen reinzuschauen, was kann KI jetzt eigentlich und was kann es nicht. Und am Ende des Tages ist KI einfach auch nur ein Algorithmus, da sind ganz viele Daten, da sind viele clevere Leute, die da was entwickelt haben, aber wir sind noch wirklich fern davon, dass KI jetzt irgendwie anfängt, irgendwas selbstständig zu machen. Und diese Aufklärarbeit, die brauchen wir wirklich auf breiter Front. Und da können auch ganz viele von uns als Führungskräfte auch dazu beitragen. Weil wenn wir als Gesellschaft, jetzt in dem Fall als deutsche oder als europäische Gesellschaft, da einen aufgeklärten Blick auf das Thema haben, dann tut sich der Gesetzgeber auch ein bisschen leichter, jetzt nicht nur Verbote aufzustellen, sondern zu sagen, okay, die Leute sind begeistert. Das Thema kann uns wirklich weiterbringen als Gesellschaft. Lasst uns eher nicht nur die Risiken, sondern auch wirklich die Chancen anschauen. Und wenn wir wenn wir da ein gewisses Moment entwickeln, und ich glaube, es wurde jetzt viel über Silicon Valley gesprochen, und ich glaube auch zu Recht, weil da ist eben, das wurde ja auch, Sebastian hat es schön erklärt, da ist diese Begeisterung halt generell dann auch mal da. Wenn wir ein bisschen was uns von dieser Begeisterungsfähigkeit abschauen können, gleichzeitig aufgeklärt sind, also wie gesagt, Schlagwort AI Fluency, glaube ich, dass wir dann als Gesellschaft auch bereit sind, ein bisschen weniger Verbote und ein bisschen mehr Chancen zu machen. Und das kann dazu beitragen, mal als ein Punkt von mir, danke. Das klingt ja nach einem sinnvollen Ratschlag. Wir kommen zur letzten Frage. Wir sind auch relativ gut in der Zeit. Das sollte aber auch die letzte Frage sein. Das wäre dann an Andreas, Renner und Harald. Welche Fragen sollte der Aufsichtsrat stellen, um sicherzustellen, dass das Gremium eine positive, konstruktive Rolle bei der KI-Adoption spielt? Ja, also das ist wirklich ein dezidiertes Kapitel in diesem Buch, über wirklich viele Seiten auch hinweg. Zusammenfassend kann man sagen, haben wir das Thema überhaupt in der Strategie drin? Welche Initiativen gibt es? Aber vielleicht auch so Sachen wie Governance, also wo muss ich denn auch wirklich reingehen, und vor allem welche Themen
müssen wir vielleicht auch fragen, damit wir nachher kein Thema haben bei unseren Kunden, aber auch vielleicht in der Presse, wo es dann um das Thema Datenschutz und Co. geht. Da gibt es eine wunderschöne Liste praktisch in diesem Buch, wo man wirklich, also wenn man die einfach fragt, diese Liste von vorn bis hinten, dann, glaube ich, ist man KI-Experte, zumindest in dieser Organisation. Also die Liste kann man wirklich nur empfehlen. Ja, die. So, man wirkt dann zumindest so. Alles viel beantwortet. Alles sind viel beantwortet, genau. Ja. Und da hat Alexander wirklich auch nochmal auch von der anderen Seite sehr, sehr viel Input geliefert und Harald. Und das war eine, also wirklich eine tolle Liste, die man wirklich nur empfehlen kann. Ja, für alle Aufsichtsräte und Beiräte. Okay, super. Harald, wolltest du noch was dazu sagen oder war es jetzt okay für dich? An die Andreas und ich, wir haben uns zwischendurch bei den Antworten angeschaut. Okay. Und das war dann genau das. Also es ist wirklich ein ganz dediziertes Kapitel in dem Buch. Und das Thema hat eine ganze Reihe von Dimensionen und von daher ist das schon sehr, sehr ausführlich. Und auch die Frage im Beirat hat nun eine wirklich wichtige Rolle, dafür zu sorgen, dass KI in der Unternehmung angeschaut wird und dann so verwendet wird, wie es man es gerne möchte. Die Corporate Governance spielt dabei natürlich auch eine große Rolle. Wie wollen wir als Firma damit umgehen? Wie wollen wir unsere Kunden damit zufriedenstellen? Wie wollen wir auch damit Geld verdienen? Das Ganze in dem zur Verfügung stehenden Rahmen anständig machen. Super, danke. Also eine letzte Frage und dann haben wir ein paar Minuten überzogen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das ist eine wichtige Frage. Warten Sie mal. Wie weit muss die Digitalisierung im Besonderen der eher mittelständischen Industrieunternehmen noch weitergetrieben werden, damit die Grundlagen für den Einsatz von KI-Anwendungen überhaupt möglich ist? Wer kann diese Frage beantworten? Alexander, Horst? Ja, vielleicht ein Gedanken dazu. Ich bin ja Unternehmensberater und Interim Manager und kann sozusagen aus der ersten Reihe erleben, wie schwer sich deutsche Unternehmen noch damit tun, diese Technik einzusetzen. Das erwarte ich auch für KI. Was an Grundlagen vor allen Dingen fehlt, ist die Datenerhebung und Datenqualität, damit man überhaupt treiben kann, damit man Daten zur Verfügung hat, die automatisiert steuerbar sind. Da fehlt es an vielen Stellen noch. Da sind manuelle Prozesse und manuelle Datenerhebung, wo es auf die Qualität der Daten nicht so ankommt. Wenn man diese dann aber verwendet, um automatisiert steuern zu wollen, dann erlebt man häufig, dass genau an der Stelle nachgebessert werden muss, dass die Informationsqualität im Unternehmen noch nicht ausreicht. Das betrifft komplexe Unternehmen, die Prozesse haben mit hoher Komplexität, die wissensbasiert arbeiten, wo es um große Wissensmengen geht. Dort, denke ich, muss noch einiges getan werden, um die Unternehmen vorzubereiten, den Nutzen aus der KI wirklich zu ziehen. Gut, danke. Also ich habe jetzt eine letzte Frage und dann wirklich Schluss. Ich bitte auch keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Um den Wissenslevel innerhalb der Unternehmen zu erhöhen, bedarf es doch gigantischer Schulungsanstrengungen. Sprich, es bedarf mehr Trainer als je, oder? Ja. Alternativ wirklich digitale Angebote, wo man zumindest mal eine Grundlagenlogik kriegt. Aber ich denke, wir müssen in den Schulen anfangen, in den Universitäten weitermachen, in den Ausbildungen. Und im Executive-Bereich, glaube ich, kann man durchaus auch mal ein Online-Training machen. Und da gibt es ja mittlerweile schon die ersten KIs, die übrigens genau sowas sogar automatisiert erstellen können. Also da, glaube ich, wenn es gern noch Fragen gibt, sonst auch gern dann auf privatem Kanal zu uns. Aber die Antwort ist, wir brauchen viel. Super. Ja, ich möchte noch kurz ergänzen, wer sich einfach jetzt mal so informieren möchte, es gibt online eine ganze Reihe von auch kostenlosen Angeboten, Weiterbildungsangeboten. Einfach mal googeln, was es da an kostenlosen Infos gibt. Kann man schon ein gewisses grundlegendes Orientierungswissen sich da jetzt schon mal zulegen. Super. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben nur minimal überzogen.
Wir haben viele Fragen gestellt, wir haben viele Antworten gehabt. Wir hatten ein sehr reges Interesse an diesem Event. Dafür kann ich mich nur bedanken. Ich bedanke mich natürlich sehr herzlich bei den Autoren, die sich alle diese Zeit genommen haben, heute Abend dabei zu sein und Rede und Antwort zu stehen. Wenn Sie auch noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne auch an das Diplomatic Council schreiben. Wir leiten die Fragen auch gerne weiter. Ansonsten kann ich Ihnen das Buch empfehlen. Es ist sehr lesenswert. Es enthält viele Tipps und Ratschläge. Es ist wirklich ein 360-Grad-Rundumblick. Wir haben Silicon Valley, wir haben Australien, Neuseeland, wir haben einen China-Experten und wir haben natürlich Deutschland. Also wir decken einen großen Teil der Welt ab und auch die ganzen Ansichten natürlich dazu. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und ja, vielleicht sehen wir uns auf dem nächsten digitalen oder vor Ort Event wieder. Einen schönen Abend und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss in die Runde. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss. Danke. Danke.